Akupressur der psychokorporellen Energiearbeit, Lektion 53 des Gratis-Selbsthilfelehrgangs von Vivian Rauber, Psychologin, Zürich, Schweiz. Hier lernst du den Lungenmeridian zu visualisieren. Du repetierst den Eigenrelease, die Lungenbehandlung an dir selber und hörst die Meditation zum Seelentempel. Visualisiere jetzt den Lungenmeridian an dir selber. Du kennst ihn ja bereits. Er beginnt der äußere Verlauf Oberlunge 1, geht dann auf der Innenseite des Armes hinunter, auf der Daumenseite bis zum großen Daumen. Visualisiere den Lungenmeridian jetzt auf der anderen Seite, den inneren Verlauf, wie der Magen beginnt, wie er hinunter um den Dickdarm sich schlingt, dann wieder hinaufgeht durch beide Lungen auf beiden Seiten, dann wieder zusammenkommt, durch die Luftröhre hinaufgeht und dann unterhalb des Schlüsselbeines auf beiden Seiten hinausgeht bis zum Punkt Lunge 1 loslassen, dann geht auf der Innenseite hinunter über den Punkt Lunge 3, himmlische Quelle, weiter auf der Innenseite, Daumenseite hinunter bis zum Quellpunkt im Handgelenk, Lunge 9 und zu Lunge 10, Körperbewusstsein im Handballen und zum großen Daumen. Visualisiere jetzt den Lungenmeridian gleichzeitig auf beiden Seiten. Der innere Verlauf, der in der Magengegend beginnt, sich um den Dickdarm schlingt, durch beide Lungenflügel rechts und links wieder hinaufgeht, im inneren Verlauf durch die Luftröhre, dann auf beiden Seiten hinausgeht, unter dem Schlüsselbein durch, bis zum oberflächlichen Punkt, Lunge 1, loslassen, dann auf der Innenseite der Arme hinunterfließt, bis zum Punkt Lunge 3, himmlische Quelle, weiter auf der Innenseite hinunter bis zum Handgelenk, zum Quellpunkt Lunge 9 und zum Punkt Körperbewusstsein, Lunge 10 und zum Daumennagel. Repetier den Lungenrelease an dir selber. Mit der unteren Hand gehst du zu Leber 14, Unterstützung und Nahrung. Spürst das Pulsieren und gehst mit der anderen Hand zu Magen 12 in der Mitte des Schlüsselbeines oberhalb. Du erinnerst dich, da geht ein innerer Ast durch alle Organe hindurch. Spür das Pulsieren. Und verbinde beide Punkte. Sieh die Verbindung und spür die Verbindung. Mit der oberen Hand gehst du jetzt zum Punkt Lunge 1, loslassen, fährst unterhalb des Schlüsselbeines so weit hinaus, bis dir ein Knochen in den Weg kommt und gehst dann einen Zentimeter hinunter, spürst das Pulsieren, gehst tief hinein und findest diese innere Führung im Punkt loslassen und verbindest ihn mit Leber 14, Unterstützung und Nahrung durch die Lunge hindurch. Mit der oberen Hand gehst du jetzt auf himmlische Quelle, Lunge 3, eine Handbreit unterhalb der Schulter. Spür das Pulsieren und geh tief in den Punkt hinein, um die Führung
zu finden. Und verbinde himmlische Quelle mit Unterstützung und Nahrung. Geh jetzt zum Quellpunkt Lunge 9 im Handgelenk. Geh tief in den Punkt hinein. Und verbinde. Geh jetzt mit der oberen Hand zum Körperbewusstsein. Lunge 10, in der Mitte des Handballens. Geh tief in den Punkt hinein, verbinde mit Unterstützung und Nahrung. Du gehst mit beiden Händen weg und gehst zum natürlichen Arzt, suchst das Schulterblatt, die innere obere Ecke, gehst tief in den Punkt hinein des natürlichen Arztes und verbindest mit auf der anderen Seite Magen 16, öffne dein Herz. Kannst du den Lebermeridian schon? Mach es, Leber 14. Unterstützung und Nahrung mit Magen 12, sich dem Lebensfluss anpassen, mit Lunge 1, loslassen, mit Lunge 3, himmlische Quelle, mit Lunge 9, Quellpunkt, mit Lunge 10, natürlicher Arzt. Dann wechselst du beide Hände. Dreifach Erwärmer 15, natürlicher Arzt, mit auf der anderen Seite Magen 12, sich dem Lebensfluss anpassen, mit auch auf der anderen Seite Magen 16, öffne dein Herz. Du kannst es abschalten und nochmals für dich allein repetieren. Mach jetzt mit mir die Meditation zum Seelentempel, die ich von Amina Rahim, USA, gelernt habe. Um ganz in der Gegenwart leben zu können, sich ganz dem Fluss des Lebens zu überlassen, braucht es das Vertrauen in eine Führung durch eine höhere Intelligenz. Eine höhere Wahrheit. Amina Rahim nennt diese Führung hier die Seele. Mit dieser Meditation stellen wir eine Verbindung zur eigenen Seele her. Atme tief in den Bauch. Nimm beim Einatmen himmlische Energie durch deine Lungen auf. Wenn du ausatmest, entspanne deine Muskeln. Atme jetzt in deinen Nacken. Atme die himmlische Energie ein. Und beim Ausatmen entspanne deine Nackenmuskeln. Atme himmlisches Qi in deinen Kopf ein. Und beim Ausatmen entspanne alle Muskeln im Kopf. Atme himmlisches Qi in Schultern und Arme ein. Und beim Ausatmen entspanne Schultern und Arme. Atme himmlische Energie in deinen Rücken ein.
Und beim Ausatmen lass alle Rückenmuskeln los und spanne sie. Atme jetzt himmlisches Qi in dein Becken und beim Ausatmen lass alle Muskeln los. Atme himmlisches Qi in deine Beine und beim Ausatmen lass alle Muskeln deiner Beine los. Atme nun in deine Füße ein und lass beim Ausatmen alle Muskeln in deinem ganzen Körper los. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Steißbein, auf das unterste Chakra. Zünde dort ein Licht an. Aktiviere es. Lass es ganz hell scheinen. Und lass das Licht durch die Wirbelsäule hinaufgehen, bis auf die Höhe des zweiten Chakra. Und weiter Wirbel für Wirbel bis auf die Höhe des dritten Chakra. Und weiter Wirbel für Wirbel bis auf die Höhe des Herzchakra. Bleibe da einen Moment und verbinde das Licht mit deiner Herzensliebe. Führe das Licht ins Halschakra. Und zum dritten Auge. Und ins Kronenchakra. Und bitte jetzt deine Seele, dich durch die folgende Meditation zu führen. Bitte deine Seele, dich in deinen eigenen Tempel zu führen. Folge der Führung deines Seelenlichts, bis du zu deinem Tempel kommst, der dich beschützt. Vielleicht steht dein Tempel auf einem Berg oder in einem Wald oder bei einem See oder in der Wüste. Wo auch immer dein Tempel steht, wenn du ankommst, wirst du in einem Gefühl von Frieden, Heiligkeit und Ruhe sein. Beachte die Umgebung deines Tempels. Nimm den Geruch wahr und die Töne in der Landschaft. Schau dir die Struktur des Tempels an und die Farbe. Geh jetzt um deinen Tempel herum und finde die Türe zu dem Heiligtum. Öffne die Türe mit Respekt und freudiger Erwartung. Geh in deinen Tempel hinein. Schau das strahlende Innenlicht. Das Licht ist in Harmonie mit deiner Seele. Schau dir die Wände, die Decken und den Boden an. Und lausche den heiligen Lauten,
Nimm die feine Vibration wahr. Spür sie, diese feine Vibration. Spür die Energie, die alles durchdringt. Beachte, dass der Tempel ein unvollendetes Meisterwerk ist. Versprich und stell dir vor, dass du den Tempel fertig bauen wirst und dass du ihm Licht zuführen wirst und alles, was ihm sonst noch fehlt. Innerhalb dieses Tempels kannst du viel mehr Wissen, Kraft und Stärke erwerben. Kreiere jetzt oder finde innerhalb des Tempels deinen speziellen Platz, der dir ermöglicht, dich selber zu sein. Mach dir den Platz bequem. Sei dir bewusst, dass du oft zu diesem Platz zurückkommen wirst, dass du dich hier ausruhen oder auch arbeiten kannst. Schick dein Seelenlicht in höhere Dimensionen und stell Verbindung her mit deinem höheren Führern, Lehrern und Helfern. Lade sie ein, dich zu unterrichten, dir Kraft zu geben, jetzt und später. In deinem Seelentempel kann dir vieles bewusst werden, mitgeteilt werden, was dir vorher verborgen war. Einfach hier zu sein, wird dir mehr Kraft und innere Stärke geben und Verständnis dir selber gegenüber. Du wirst viele neue Sachen erfahren. Vielleicht siehst du deinen Lebensweg von einer höheren Perspektive. Du kannst um spezielle Informationen bitten oder um Kraft. Dein Seelentempel ist ein sicherer Ort, eine Zuflucht und jederzeit erreichbar. Du kannst hier größere Wahrheit, Licht, Liebe und Freude finden. Es ist ganz dein eigener Tempel, der nur dir gehört. Achte und respektiere ihn als deinen eigenen inneren heiligen Raum, wenn du hier deine Kraft und Stärke mehr werden lässt, wirst du sie nachher ins tägliche Leben zurückbringen. Du wirst fähig sein, jeder Situation zu begegnen mit neuer Kraft und Verständnis. Du kannst jederzeit zurück in deinen Seelentempel, wenn du es wünschst. Du brauchst dich nur mit deiner Seele und deinem Herzen zu verbinden und darum zu bitten, dass du in deinem Seelentempel geführt wirst. Du wirst dort inspiriert und du kannst lernen, diese Inspiration zurückzubringen in deinen Wachzustand. Bedanke dich jetzt bei deinem Tempel und verabschiede dich. Schließe die Tür sanft hinter dir zu und komm zurück ins Hier und Jetzt. Nimm dir einen Moment Zeit, um in die Realität zurückzukommen.